über mein Bild. Ach was, jetzt ist es auch geflügt, wo ich mit dem Kalk drauf gehe. Muss ich ja vorbeikommen. Alter. Ja gut, das nächste Mal weiß ich aber Bescheid, dass das ein Synchrofehler ist. Ich habe schon gedacht, Alter, was ist denn hier los? Habe ich das Feld schon bearbeitet oder nicht? Also einfach mal drauf und guck, was passiert. Ja, jetzt ist auch bei mir alles wieder komplett geflügt. Jetzt hat das wahrscheinlich durch den Kalk richtig synchronisiert. Kann sein. Soll es geben. Naja, Hauptsache, es ist jetzt richtig. Ich mach das jetzt anders. So, jetzt hau ich mir hier schön mein Dings rein. Ist, glaube ich, deutlich effektiver im Nachhinein. Als wenn ich hier die ganze Zeit immer der Spur lang eier, die ja nicht mal gerade ist, dann arbeite ich lieber das Stück gleich einmal nach. Alter, krass. Zwei Bahnen gezogen und gleich schon die Hälfte weg. Vom Material, gell? Das ist Wahnsinn, was der braucht. Und ich dachte so, ja gut, für das Feld wird's ja wohl reichen. Ja. Aber der Düngerstreuer. Ja, der hält. Sein, das ist Wahnsinn. Der hält Bombe. Der wird ja auch bei weitem nicht so viel von benutzt wie vom Kalk. Ja. Das war, wie ich dir gesagt habe, auf der anderen Map. Alle Düngermissionen mit dem Ding gemacht, mit einer Füllung. Und hat noch was übrig. Das waren bestimmt 8 Missionen. Gab ordentlich Kohle. Das glaube ich dir. Ja, okay. Musste auch mordsmäßig in Vorkasse gehen, bis das Ding gefüllt war. Ja. Aber ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, nach dem dritten oder vierten Auftrag habe ich locker wieder reingehabt. Mhm. Alles andere war danach Gewinn. Ja gut, da könnten wir theoretisch auf der Nordfriesischen auch dann machen, ne? Wie gesagt, ich hatte auf der Felsbrunn meinen ersten Spielstand, habe ich ein bisschen hin und her probiert und ich habe eigentlich fast immer entweder gar keinen Gewinn mehr gehabt oder Verluste gemacht. Okay. Ja, mit Flüssigdünger, das ist heftig. Also ob das sich rendiert, weiß ich nicht. Aber dieser Mineraldünger, das hat funktioniert. Vor allem, du kannst ja, egal mit was du düngst, du kannst auf Deutsch gesagt das nehmen, was du über hast. Ja, richtig. Und wenn du deine Gülle auf so ein Ding wirfst und misst dann, was du übrig, wenn der jetzt wirklich leer wäre. Vorausgesetzt, du brauchst nicht selber. Ich glaube, das war nicht so schlau, was ich hier gerade mache. Egal. Jetzt lässt sich entspannter fahren. Wohl. Ja, müsste gerade so reichen. Mein großes Auto. Spezialistin Natur. Kommt wieder rein, geht raus, lässt die Tür auf. Das können Kinder gut. Aber nicht nur Kinder. Meine Freundin ist nicht wirklich besser. Ich wollte es gerade sagen. Frauen können es auch ganz gut. Meine lässt Türen ab, egal welche. Meine lässt auch alle Türen.
gut wie alle, dass die auch, als wenn es am Berg. Oder bleiben halt auch gerne in der Tür stehen. Das ist Standard. Da rege ich mich schon gar nicht. Da habe ich schon kapituliert. Da. Was anderes kannst du auch nicht mehr machen. Das muss man einfach. So, gleich ist er leer. Ja. Wie viel haben wir eingelagert, Kalk? Es wird auf jeden Fall leer werden, habe ich das Gefühl. Bestimmt. Bestimmt. Ich glaube, das waren drei Ladungen. 90.000. Ja, die ein sind Tick mehr. Auf. Ein Tick. Also ich habe diese. Ich glaube, ich habe 100.000 als hier Restvolumen genommen, plus die Menge an, was ich brauche, um die Geräte zu füllen. Ja. So, auf geht's. Nochmal auffüllen, aber dann reicht es auch fürs Feld. Alter, was ist denn dann jetzt, wenn ich gleich auf das nächste gehe, wo die Wiese hinkommt? Da hau ich 4-5 Ladungen drauf. Dann ist das Ding leer. Können wir schon wieder Neues holen. Ist ja nicht so, dass es hier schlimm wäre, weil ich glaube, Kalk kostet nicht viel beim. Aber die Kalk. Menge an Kalk, die man verballert, das geht schon gut ins Geld. Aber man das muss es ja nur alle dreimal kalken und die Wiese muss ja auch jetzt nur einmal gekalkt werden. Weil ich glaube, danach bringt es wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, wenn man die Wiese abmäht nach dem dritten Mal und da mit Kalk drüber geht, ich glaube, das hat keinen Effekt. Das Kalk ist ja bloß zum Setzen, was Unkraut wert. Ja, aber es bringt ja eine gewisse Düngestufe mit sich. Hast du schon mal jemals Unkraut auf einer Wiese gehabt? Was habe ich? Hast du schon jemals Unkraut auf einer Wiese gesehen? Nö. Eigentlich nicht. Ich bin gerade überfragt. Ja, obwohl doch, schon. Unkraut ist ja eigentlich alles, was unerwünscht ist. Ja, aber insofern zählt ja Klee oder so, wenn das da nicht drauf sein soll, auch als Unkraut. Ich meine jetzt in dem Spiel. Ach so, nee, das nicht. Ja, also da braucht man die Wiese doch rein. Ja, nee, also aber das Kalk hat ja auch nichts mit dem Unkraut zu tun im Spiel. Das ist ja eine Art Düngestufe. Liter Kalk haben wir noch, ja, das reicht nicht. Das reicht vorne und hinten nicht, die sind gleich leer. Drei Ladungen geholt. Und hast dann damit den Kalksteuer auch noch aufgefüllt. Ja. Und du bist mit dem kleinen. Obwohl, nee, da können wir mit dem großen Wilzen, glaube ich, fahren sogar. Dann kriegen wir mehr mit. Als mit dem kleinen Josken-Anhänger. Na, ich bin auf so mal sicher gegangen, dass ich. Ja. Ja, mit dem Josken wegen der Paletten ging das ja nicht. Na, und dieser Wilzen-Ding, da konnte ich nicht abkippen. Nicht abkippen? Ja, weil der den Trigger nicht mehr. Ich hätte drüber fahren müssen. Ach, ja, stimmt, bei dem Saatgut- und Dünge-Ding, ne? Genau, genau. Aber ich glaube, den Kalktrigger wird er wahrscheinlich anerkennen, weil der ja auch ganz klar wieder irgendwie auf dem Boden auch liegt. Weil gefährlich ist es schon eigentlich. Aber ich probiere es trotzdem aus.
Ich habe ja mit Saatgut angefangen und dann mit Dünger und dann am Schluss mit Kalkgabe. Ja, bin ich Gen eine ja. gleich in der Maschine geblieben und habe weiter damit gemacht. Richtig. Hatte sich bewährt, so nach dem Motto. Meinst du aller Not, wir haben einen Radlader mit 10.000 Liter Schaufel. Die 60.000 Liter Kalk sind schnell weggeschaufelt. Ja, okay. So, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich hier eben aufgehört? Irgendwo ging es doch zu Ende. Hier vorne. Ja, diese weißen Reifen sehen jetzt echt lustig aus. Aber kaum fährst du auch nur einen Millimeter auf den Acker, sind sie wieder dunkel. Ich finde das cool. Wenn sich das ein bisschen mischen würde, wäre das lustig. Grün, Wald, Braun. Ja, so wie es halt auch eigentlich wäre, ne? Dann mal kurz am Schweinestall vorbei, ein bisschen Mist dran. Ja. Gülle. Eine Mischung von allem. Ich habe keinen Plan, was ich heute Abend, was ich mir heute Abend zum Essen mache. Kein Plan. Das weiß ich auch noch nicht. Hunger habe ich auf jeden Fall. Ja, so ging es mir auch. Mittag, das war so Schnetzel, das mir sicher war. Ich habe noch nicht mal Mittag gehabt. Ich hatte einen Brunch, wenn man es so nimmt. Ja, spät gefrühstückt. Ja. Ja, das war bei mir auch, deswegen gab es heute Mittag eigentlich nur so, nennt man das, Mittel zum Zweck. So, das hätten wir erstmal. Lohnt sich ja kaum mit so einem Kalkstreuer da jetzt auf die Wiese zu fahren. Das ist eine Bahn, ist ja leer. Vielleicht auch zwei. Und Ich was hast überlege du gerade, ob ich mir nicht einfach den Überladewagen vollrotze, schnell. Und mir den mit zum Feld nehme. so mache ich es bei den Nordfriesischen, um einfach die Zeit zu sparen, von hin und her fahren. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen, wenn ich gleich Kalk nachholen muss. Ja, aber den kannst du ja gleich beim Kalkding holen. Ganz genau, das ist auch der Plan. Warte mal, am besten fahre ich doch jetzt glatt. Das ist eigentlich die längere Bahn, ne? Aber ich kann, glaube ich, so besser fahren. Ja, so fahre ich auch. Besser ist. So eine Anzeige wäre noch toll, dass man weiß, wie weit das immer sprüht. Schon bevor man anfängt. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Weil es ist richtig schlecht oder richtig schwer einzuschätzen. Ja. Dann könnte man auch im Dunkeln wieder ein bisschen besser eventuell arbeiten. Auch gut, man sieht zwar im Dunkeln trotzdem nicht, wo man schon war und wo doch. Aber es würde schon helfen. Klebt ihr zwei Tesastreifen an den Monitor? So breit ist der Kalkstreuer, so breit ist der Düngestreuer.
Und Markierungen eingravieren. Ja, das ist Ja. immer geil.